2001年4月、ウィーン、僕の夢の街、音楽の街、文化の街。長年この街の文化を学んできて、ついにこの街にやってきた。金の心を持つという人たちのもとへ。温かい心の人たち。この人たちに僕の旅とこの映画を捧げる。
Es ist kalt. Er wird wohl schon tot sein. Bei den Temperaturen bleibt keiner lange im Dreck am Leben. Aber er war doch schon tot. Schon lange. Ich habe davon gelesen. Er hängt. Oder doch nicht. Ich habe ihn gesehen. Gestern Morgen um 8:30. Im Park. Auf der Wiese. Es war sein Mantel. Seine Gestalt. Zusammengekauert lag er da. Frierend. Verhungert, dreckig, stinkend. Ich bin hingegangen und habe mich, ohne nachzudenken, einfach zu ihm in den Dreck gelegt. Ich habe mich in den schönen Kleidern zu ihm in den Dreck gelegt. Den gewärmt. Es war eine tolle Zeit, die Jahrtausendwende. Wir hatten so viele Erwartungen. Nichts war unmöglich. Außerirdische, ewige Jugend, kosmisches Einssein, sexuelle Erlösung. Alles konnte hinter dieser angelehnten Tür stehen. Lebende Steine, asiatische Kampfsportarten, heiligende Getränke, harmonisierende Küchenausstattung. Wir probierten alles aus. Die letzten Monate waren eine globale Party. Und der Tag danach ein kosmischer Kater. Da ging ein Einzelner unter. Da ging es nicht mehr um mich und dich. Da drehte sich alles um Verschmelzung mit allem Leben. Und alles lebte. Und alles war in dir und du warst Gott. Freud hätte dieses ganze Jahrzehnt vielleicht narzisstisch überhöht genannt. Aber es war geil. Und danach war die Leere. So viele transzendentale Erwartungen, die zerplatzten wie eine Seifenblase. Irgendwie musste dieses Loch wieder gefüllt werden. Ein großer Wiederaufbau nach einem schweren seelischen Weltkrieg. Das normale Leben rief uns wieder. Wirtschaft, Karriere, Unterdrückung, Profit forderten ihren Tribut. Wer da nicht mitkonnte, erlag der natürlichen Auslese. Hans war nett. Er kannte viele Leute. Er konnte gut zuhören. Man konnte sich wohlfühlen bei ihm. Ich glaube, viele Leute haben sich bei ihm zu Hause gefühlt. Ich weiß nicht wirklich, was aus ihm geworden ist. Vielleicht ist er weitergezogen. Er war ein Zigeuner. Er sagte manchmal, er hätte kein Zuhause. Er suchte es immer. Und die anderen fanden es bei ihm. Er konnte alles von ihm haben. Er war immer für dich da. Ich kannte ihn eigentlich kaum. Fragen Sie wen anderen, ich weiß auch nicht wen. Andere hatten sicher mehr Kontakt zu ihm. Mich wollte er ja nicht.
war im Winter 99. Erster Schnee. Kalte Sonne. Die Jahrtausendwende stand bevor. Er war neu in der Stadt. Er kam die Straße entlang und die tiefliegende Sonne stand genau hinter ihm. Es blendete beim Hinsehen. Sein dunkler Schatten zeichnete sich gegen den beißend hellen Himmel ab. Der Gang war schlaksig, die Haltung locker. Der Mantel flatterte wie eine Fahne um einen Mast. Er sah schon von weitem her, direkt ins Gesicht. Beim Vorbeigehen drehte er seinen Kopf und die Sonne blitzte blau in seinen Augen. Caro sprach ihn an. Sie kannte ihn von irgendeiner Party und lud ihn ein Stück mit uns zu gehen. Er ging mit Caro vor. Sie redete auf ihn ein. Zwei Straßen weiter mahnten sie sich und er trennte sich von uns. So sollte ich beschreiben, wie ich ihn kennengelernt habe. In Wirklichkeit war es ganz anders. Ich sah ihn immer wieder auf irgendwelchen Partys herumhängen. Irgendwann kamen wir ins Reden. Ich war schon ziemlich betrunken. Er bot an, mich heimzubringen. Aber dann traf ich Ed und landete bei denen. Ganz war nett. Er kannte viele Leute. Manchmal schien es, als hätte er wirklich Stress, alle zu treffen, die ihm wichtig waren. Alle waren ihm wichtig. Und er? Er sagte einmal, er wäre niemandem wichtig. Ich glaube, dass er vielen Leuten wichtig war, als es ihm gut ging. Aber dann. Er hatte Abgründe in sich, mit denen ich nicht zurechtkam. Wenn er traurig war, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich hätte ihm gern geholfen. Aber er überforderte einen. Und warum ich? Er kannte doch so viele. Bin ich in einer fremden Stadt. Wieder einmal kenne ich niemanden. Ich werde sicher schnell viele kennenlernen. Ich bin eh so kontaktfreudig, sagt man, manchmal vorwurfsvoll. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr wieder Leute kennenlernen müssen. Nachrennen, Körbe bekommen für Dinge, die ich gar nicht will, für Wunden, die andere geschlagen haben. Und Körbe austeilen für Dinge, die ich nicht mehr kann. Mich öffnen, um dann dazustehen. Offen, dass der Wind durchpfeift. Für nichts und wieder nicht. Wozu? Irgendwann gab er mir diese ganzen Zettel. Und wollte, dass ich von ihm erzähle, wenn er mal nicht mehr war. Aber so war er nicht. Hans war krank. Schwer depressiv. Ich sagte ihm einmal, er solle sich Hilfe suchen. Von wem? Fragte er.
Gestern Morgen um 8:30. Es hat tatsächlich angefangen zu schneien. Der Boden ist schlammig. Der weiße Hauch bleibt nur kurz liegen. Die Sonne leuchtet kalt zwischen den grauen Wolken hervor. Die Leute sehen sie gar nicht. Sie huschen schnell über die Straße, durch den Park. Den Mantelkragen hoch, den Blick gesenkt. Da liegt ein Sandler auf der Wiese. Der Mann liegt da wie tot. Sein Mantel ist verschmiert und zerrissen. Ein feiner Schleier aus Staub und Schnee bedeckt die eingerollte Gestalt. Die meisten Passanten sehen ihn gar nicht. Manche schauen angewidert weg, einige starren ihn an oder lachen. Der Mann ist noch nicht alt. Er scheint unter seiner zerschlissenen Umhüllung recht mager zu sein. Elend umgibt die ganze Gestalt. Er hatte den gleichen Mantel. Ich ging hin und legte mich, ohne nachzudenken, einfach zu ihm. Ich legte mich in den schönen Kleidern zu ihm in den Dreck und wärmte ihn. Klar war ich überrascht über mich selber, dass ich so etwas tue. Verwirrt, durcheinander. Ich wollte mit meiner Freundin Caro darüber reden. Sie kannte ihn schließlich auch ein bisschen. Aber sie hatte keine Zeit. Meine liebste Nachbarin auch nicht. Dann habe ich vergeblich versucht, eine Arbeitskollegin von mir zu erreichen. Und zwei alte Schulfreundinnen. Der eine Schleimige, der mich letzte Woche so angebaggert hat, hatte auch keine Zeit. Schließlich wäre ich fast wieder einmal bei Ed gelandet. Ich bin also quer durch die Stadt. Der Kerl ist nicht da. Der hat mich einfach versetzt. Wahrscheinlich ist ihm irgendwas Blondes dazwischen gekommen. Das ist auch so ein Schwanz mit Ohren. Und dann fanden sie tatsächlich Leben im All. Ein Satellit war zurückgekehrt, auf dem kleinste Spuren von Lebewesen hafteten. Die Welt horchte auf. Man forschte intensiv. Diese kleinen Zellen konnten tatsächlich gerettet werden. Man vermehrte sie. Eine eigene Wissenschaft entstand, mit dem Ziel, mit diesen Wesen in Kontakt zu treten. Das war äußerst schwierig. Und diese Wesen hatten kaum Gemeinsamkeiten mit uns Menschen. Man fand heraus, dass es sich um eine ganz eigene Denk- und Lebensweise handeln musste. Diese Wesen waren keine Individuen. Sie vermehrten sich durch Klonung und bestanden aus lauter gleichförmigen Zellen, die sich in keiner Weise ordneten. Manche vermuteten, dass nur Zellen eines Teils eines größeren Organismus erhalten geblieben waren. Aber in der Erbsubstanz, die schließlich entschlüsselt werden konnte, waren keine Informationen über weitere Organsysteme enthalten. Diese Wesen betrieben Photosynthese. Ihre Art der Kommunikation war schwer zu entschlüsseln. Es gab keine gemeinsame Basis. Diese Wesen waren so sehr eins, in sich ruhend. Neue Religionen entstanden. Man wollte so sein wie sie. Einige Menschen ließen einzelne Zellen ihres Körpers massenhaft klonen. Andere zwangen sich dazu, nur von Licht zu leben. Irgendjemand fand eine frappierende Ähnlichkeit dieser Wesen mit Blaualgen heraus. Ihre DNS und ihre Lebensweise waren praktisch ident. Sie leben schon lange unter uns, riefen manche. Die Opposition witterte einen Skandal und propagierte die Sein Blaualgen, die irgendwie auf die Satelliten oder in die Labors kamen. Doch diese Stimmen gingen unter. Wir hatten unsere Götter wieder.
Messen wurden für sie zelebriert, Opfer gebracht. Irgendwann gab es Pillen und Salben, mit denen man diese Wesen in sich aufnehmen konnte, mit ihnen verschmelzen. Der Markt boomte, aber es war schwer, die echten zu bekommen und nicht die aus dem Meer gefischten. Man konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. Irgendwann war es gleich und sie wurden wieder uninteressant. Immer etwas los. Er kannte so viele Leute. Er gab sich mit so viel Schrott ab. So vielen Kram. Ich weiß nicht warum. Seine Haut so wenig. Er war einsam, denke ich. Ich habe ihn geliebt. Von Anfang an. Mit mir wäre er glücklich geworden. Aber er wollte ja nicht. Er suchte das Unglück. Er zog das Elend an wie ein Magnet. Und schlief mit ihm. Die Zentren der Erleuchtung sprossen aus dem Boden, wie die Pilze. Die meisten davon probierten wir aus. Einmal waren wir in einem Institut, in dem auf verschiedenste Weise versucht wurde, alle Reize von außen auf den Körper zu verhindern. Die Menschen begannen zu halluzinieren, Visionen, Botschaften der Seele, Quell der Erleuchtung. Bei einigen Erwählten wurden alle Nerven, die sensorischen Input ans Hirn leiten, abgetrennt. Nur wenige trugen diesen Zustand der Heiligkeit.
Das Institut wurde geschlossen, als man herausfand, dass sich der Meister selbst schon vor einiger Zeit das Hirn vollständig vom Körper hatte trennen lassen. Dieser schäbigen Bank, gleich am Eingang des Parks. Die Füße gerade weggestreckt, den Rumpf schlaff an die Lehne geklatscht, den Kopf auf der Brust, den Blick leer auf etwas zwischen den Händen geheftet. Dreht er nicht. Zwischen seinen zittrigen Fingern geisterten die Überreste eines kleinen Pflänzchens. Die Wurzeln waren noch fast vollständig an der dünnen Pflanzenleiche, aber sie waren vollkommen ausgetrocknet und dürr. In den welken Blattfetzen schien noch ein Rest von Leben übrig. Es war nur noch ein letztes Stöhnen, kraftlos und schlaff herunterhängenden Blättchen. Die zittrigen Finger brachten eine Hauchbewegung in das dürre Geflecht der Wurzeln. So, als suchten diese mit letzter Kraft unruhig nach Boden. Aber da war nur Luft und Himmel. Genau so geht's mir auch, sagte er. Meine Stimme klang hohl. Er erwartete keine Antwort. Starrte nur still vor sich hin. Innerlich weit, weit weg. Oder nirgends. Tot. Ich wusste nicht, dass er wirklich so einsam war. Ich kannte doch so viele Menschen. Zuerst muss doch jeder einmal mit seinen eigenen Problemen fertig werden. Was ging er mich eigentlich an? Ich liebte ihn. Aber er wollte mich ja nicht. Ich wollte sein Herz entfachen. Aber er war ein gebranntes Kind. Er scheute das Feuer. Ich wollte mit ihm zusammen sein. Für ihn da sein. Aber er war zu oft enttäuscht worden. Er konnte mir meine Liebesschwüre nicht mehr glauben. Er meinte nur, wir würden schon sehen, wie lange unsere Liebe wäre. Wozu sollte ich mir das antun? Habe ich Besseres zu tun? Denn es ist gleich, ob ich da bin oder nicht. Ich lebe dahin und niemand sieht mich. Ich schlafe, esse, arbeite, erledige alles zum Leben Nötige. Ich kämpfe mich durchs Leben und weiß nicht mehr warum. Wozu plage ich mich ab? Es wird sich nichts ändern, wenn ich nicht mehr hier bin. Das Leben wird weitergehen.
Ich werde niemandem fehlen. Meine Freunde werden mich vergessen. Sie haben mich schon vergessen, so wie jedes Mal, wenn ich mich länger nicht gemeldet habe. Es ist gleich, ob ich da bin. Ich bin schon weg. Gestern Morgen. Um 8:30. Es hat wieder angefangen zu schneien. Ein feiner weißer Staub schwirrt es durch die Luft. Die Sonne leuchtet kalt zwischen den grauen Wolken hervor. Die Leute sehen sie nicht. Sie huschen schnell über die Straße oder durch den Park, den Mantelkragen hoch, den Blick gesenkt. Der Wind hat die Haare zerzaust. Die Jacke ist flauschig warm. Aber der Rock ist zu kurz. Die Beine sind schon ganz steif. Die Knie zittern. Knöchel knicken auf den hohen Absätzen immer wieder um. So ein zu langer Abend gestern. Jetzt ist jeder Meter Entfernung vom weichen, warmen Bett zu weit. Die Beine gehen von selbst. Der Rest schläft schon. Da liegt ein Sandler auf der Wiese. Er liegt da wie tot. Sein Mantel ist verschmiert und zerrissen. Ein feiner Schleier aus Staub und Schnee bedeckt die eingerollte Gestalt. Die meisten Passanten sehen ihn gar nicht. Manche schauen angewidert weg. Einige starren ihn an oder lachen. Elend umgibt die ganze Gestalt. Er hat den gleichen Mantel. Der schlammige Boden schmatzt beim Näherkommen. Eine Wolke aus Rum, Schweiß, Kot und Urin schnürt die Kehle zu. Der Unbekannte atmet nach. Seine Hände sind blau und zerschunden. Sein Gesicht ist zur Unkenntlichkeit aufgedunsen. Die Haut ist eiskalt. Kraftloses Zittern läuft über den mageren Leib. Es war mir plötzlich gleich, ob er es war oder ob er ihm nur ähnlich sah. Da war ein Mensch, dem es schlecht ging.
Und ich wollte nicht vorbeigehen. So wie ich es immer machte, wie wir alles immer machen und uns denken, da sind ja noch so viele andere. Irgendjemand wird schon für ihn da sein. Irgendjemand wird sich schon verantwortlich fühlen. Ich erinnerte mich an die Zeit mit Hans. An ihn. An seine Wärme. Ich legte mich in den Schirm. Ich legte mich in den schönen Kleidern in den Dreck. Schmiegte mich an den klammen, eisigen Leib. Und wärmte dieses Gerippe. Ich lag einfach da. Juli war da dieser Typ. Ich hatte ihn schon öfters gesehen. Sexy, cool, geheimnisvoll. Wir kamen bei Karos Party ins Gespräch. Ich wusste, er wollte mich wie ich ihn. Wir waren beide scharf aufeinander. Er hätte mich sofort haben können. Meinetwegen gleich auf der Party. Ich wartete nur darauf, dass er mich endlich nahm. Aber er tat nichts. Einfach nichts. Er ging nicht weg und kam nicht näher. Es war unerträglich. Jetzt wartete der wie ich. Worauf wartete der Kerl? Doch wohl nicht darauf, dass ich was tat. Ich war doch die Frau, die umworben und erobert werden sollte. Ein Desaster. Immerhin vereinbarten wir uns anzurufen. Aber dann meldet er sich einfach nicht. Eine Woche später trafen wir uns zufällig. Der Zufall hatte mich 5 Telefonate mit Caro gekostet. Wieder genau das Gleiche. Knisternde Spannung. Beiderseitiges Begehren. Abwarten. Zermürbend. So ging es 2 Monate. Ich musste mit jemandem darüber reden. Und jemandem, der mir wirklich helfen konnte. Ich hatte Hans seit fast einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Im Frühling hat er mir 2-mal aufs Band gesprochen. Ich hatte einfach zu viel um die Ohren, um zurückzurufen. Und jetzt rief er nicht zurück. Aber ich brauchte seinen Rat. Er konnte bei Beziehungsproblemen immer helfen. Also rief ich nochmal an. Keine Antwort. Caro wusste auch nichts von ihm. Sie konnte mir immerhin sagen, wo er arbeitete. Aber dort hatten sie ihn auch seit einem Monat nicht mehr gesehen. Bei seiner Wohnung öffnete niemand. Niemand, der ihn kannte, wusste etwas. Inzwischen hatte ich diesen Typen, weswegen ich Hans sprechen wollte, diesen Unnahbaren. Inzwischen hatte ich ihn natürlich gefickt. Keinen Grund mehr, Hans zu treffen. Der Typ war übrigens total langweilig. Schnell wieder vergessen. Mit dem Herbst kam auch wieder viel Arbeit. Der alltägliche Trott hätte beinahe alles wieder unter sich begraben. Als Caro mir erzählte, sie hätten Hans gefunden. Die Wohnbaugesellschaft hätte ihn 3-mal wegen Mietrückstands gemahnt. Als sie die Wohnung räumen wollten, hat es bereits herausgestunken. Er soll vollkommen abgemagert gewesen sein.
umgeben von Dreck, verschimmelten Speiseresten, Fliegen, Maden. Die Hausmeisterin hätte erzählt, sie hat ihn zuerst gar nicht bemerkt. Sie sei von all dem Dreck so angewidert gewesen, dass sie sich nur schnell einen Weg zum Fenster bahnen wollte. Dann sei sie mit der Schulter wo angekommen. Schuhe baumelten neben mir. Darüber Hosen. Darüber eine Jacke. Und darin steckt eine ausgemergelte Gestalt. Wie eine unbespielte Marionette, die einfach weggeräumt worden ist. Ich muss da raus. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Aufenthalt in Wien.